Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat. Zur Beantwortung steht bereit der parlamentarische Staatssekretär Volkmar Vogel. Die erste Frage ist vom Kollegen André Hunko und betrifft die Reichweite des Informationsaustauschs im Berner Club. Herr Staatssekretär. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrter Kollege Hunko. Die Bundesregierung beantwortet die im Rahmen des parlamentarischen Fragerechts angefragten Sachverhalte gegenüber dem Deutschen Bundestag grundsätzlich transparent und vollständig, um auch dem verfassungsrechtlichen verbrieften Aufklärungs- und Informationsanspruch des Deutschen Bundestags zu entsprechen. Soweit Anfragen Umstände betreffen, die aus Gründen des Staatswohls geheimhaltungsbedürftig sind, hat die Bundesregierung aber zu prüfen, ob und auf welche Weise die Geheimhaltungsbedürftigkeit mit dem parlamentarischen Informationsanspruch in Einklang gebracht werden kann. Nach sorgfältiger Abwägung des Aufklärungs- und Informationsrechts der Abgeordneten mit dem Wohl des Bundes, das durch Bekanntwerden geheimhaltungsbedürftiger Informationen gefährdet werden könnte, äußert sich die Bundesregierung nicht, soweit dies die Wirksamkeit nachrichtendienstlicher Tätigkeit gefährden kann. In Fällen evidenter Geheimhaltungsbedürftigkeit, die Einzelheiten zu Arbeitsweisen, Strategien, Methoden und Erkenntnisse von Nachrichtendiensten betreffen, muss die Bundesregierung nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes ihre Weigerung, entsprechende Informationen offenzulegen, nicht begründen. Gemäß höchstrichterlicher Entscheidung unterliegen die Einzelheiten der Zusammenarbeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz mit ausländischen öffentlichen Diensten, insbesondere Sicherheitsbehörden und Nachrichtendiensten anderer Staaten, nicht der Verfügungsberechtigung des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Diese Zusammenarbeit setzt die Einhaltung von Vertraulichkeit voraus. Hierbei handelt es sich um allgemein anerkannte Verhaltensregeln der internationalen Kooperation im Sicherheits- und Nachrichtenbereich. Deswegen Einzelheiten der Begründung sowie weitere Informationen zum Berner Club, nachdem Sie fragten, und der Counter-Terrorism Group sind der Bundestagsdrucksache 19/7268 zu entnehmen, die nach wie vor ihre Gültigkeit hat. Dem ist nichts hinzuzufügen. Nachfrage? Das Ding ist wieder ausgegangen. Oder Sie haben es nicht angemacht. Nur einmal drücken. Rote. Vielen Dank, Herr Präsident. Also ich habe nachgefragt und frage ja auch schon länger die Bundesregierung nach den Aktivitäten im sogenannten Berner Club, einem Zusammenschluss, einem Treffen von verschiedenen Geheimdiensten, das übrigens in der Schweiz Gegenstand auch öffentlicher Debatten ist und eigentlich da ganz offen diskutiert wird und man hier wenig Informationen kriegt. Sie begründen sozusagen die Informationsablehnung mit dem Staatswohl, beziehungsweise auch in den Antworten immer mit der sogenannten Third-Party-Rule, also dass man sozusagen Rücksicht auf die anderen Geheimdienste nehmen müsste. Mich würde interessieren, ob Sie sich, weil das ja schon ein längerer Frageprozess ist, ob Sie sich überhaupt die Mühe gemacht haben, ein Freigabeersuchen, das ist nämlich möglich, bei anderen Diensten auch zu ersuchen, um auch dem Staatswohl, nämlich auch das Informationsbedürfnis des Parlaments, ist ja auch ein Staatswohl, um diesem Staatswohl auch Genüge zu tragen. Ich kann Ihnen dazu sagen, sehr geehrter Kollege Hunko, dass natürlich die Bundesregierung ständig prüft, inwieweit bestimmte Voraussetzungen noch vorliegen. Im konkreten Fall liegen diese Voraussetzungen vor und ich kann in dem Zusammenhang nur noch einmal auf die Drucksache 19/7268 verweisen, die Ihnen ja auch zur Kenntnis gelangt ist. Und Sie sagen ja auch selber, dass das ein Prozess ist, wo Sie schon öfters nachgefragt haben. Es liegen keine neuen Erkenntnisse vor, die zu Änderungen führen würden in der Auffassung. Weitere Zusatzfrage? Eine zweite Nachfrage. Es geht ja nicht nur um konkrete Absprachen, die dort oder Diskussionen gemacht werden oder wer da beteiligt war. Darauf bezog sich ja jetzt meine Frage. Es geht auch darum, dass da Datenbanken erstellt werden und dass das damit natürlich auch ein Gegenstand ist, der unter den Datenschutz fällt. Haben Sie dazu irgendwelche Aussagen zu machen? Ich denke, die Belange des Datenschutzes sind eben auch ein Staatswohl. Dazu kann die Bundesregierung keine weiteren Äußerungen machen.
Okay, weitere Fragen liegen nicht vor. Dann kommen wir jetzt zu Frage